Das Coronavirus hat die Wirtschaft im Würgegriff und das merken einige Branchen besonders. Natürlich die Lufthansa, da ist die Aktie unter 10 Euro gegangen und auch die Banken sind in Mitleidenschaft geraten. Die Deutsche Bank unter 5 Euro. Bei mir Robert Halber von der Baader Bank. Fangen wir vielleicht mal mit der Bank an. Mit der Deutschen Bank unter 5 Euro. Ist die jetzt ernsthaft in Gefahr? Nein, also man wird keine Bankenkrise zulassen. Das hat man aus 2008, 2009 gelernt. Wenn also so ein großes Schiff, das ist die Deutsche Bank ja immer noch, wenn man ehrlich ist, da wird keine Schieflage sein. Die EZB hat sehr klar gemacht, dass sie mit ihren Liquiditätsspenden alles verhindern wird. Whatever it takes, eben auch bei der Sicherstellung der Bankensolvenz. Alles andere wäre ja verrückt. Natürlich haben die Banken Probleme mit Kreditausfallrisiken, die werden jetzt auch kommen. Aber jetzt auch noch bei der Coronavirus noch eine Finanzkrise, eine Bankenkrise, dann machen wir hier in der Suppenküche draus. Das wird nicht passieren. Umgekehrt, ist die Aktie der Deutschen Bank denn jetzt ein Kauf, wo sie so günstig ist? Also spekulative Anleger können mal überlegen, ob sie da was sicherlich was machen. Also wenn man davon ausgeht, dass die Deutsche Bank natürlich nicht in die Insolvenz gehen wird, das ist doch ganz klar. Aber es ist natürlich ein spekulatives Element. Wir wissen nicht, wo im Augenblick hier Schluss unten ist. Sie könnten mich auch fragen, wie die Lottozahlen am Samstag sind. Das ist auch nicht schwer zu sagen. Wichtig ist, dass natürlich erbauende Signale nicht nur von der EZB, sondern von der Konjunkturpolitik kommen, dass man hier Unternehmenspleiten, wo es geht, auch verhindert. Dann ist das sicherlich eine Unterstützung für eine Deutsche Bank, die wirklich unter 5 Euro natürlich billig ist. Schauen wir mal auf die Airline. Die Lufthansa hatte ja schon 7.100 Flüge gestrichen, dann der Einreisestopp in die USA. Jetzt gibt es da einen Notfallflugplan. Ist auch die Lufthansa wirklich in ernsthafter Bedrohungslage? Es tut ihr weh. Gerade die Lufthansa ist ja mit ihren Partnern United Airlines und Air Canada auf der Nordamerika-Strecke, also Transatlantik-Strecke, sehr, sehr stark aufgestellt. Und da regnet es jetzt rein sozusagen. Da fliegt man jetzt nicht mehr und das tut jetzt weh, weil die Kosten laufen ja zuerst mal weiter. Aber man muss auch hier keine Angst haben, dass die Lufthansa hier wirklich in eine existenzielle Notlage kommt. Hier wird es dann, wenn es überhaupt so weit kommt, die Nothilfen geben, auch von der Bundesregierung, weil das lässt man eben auch nicht zu. Es gibt natürlich einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn aus Asien über Schiffe nicht mehr transportiert werden kann, Frachtgüter, dann macht das gar nicht Lufthansa. Sie hat ja auch eine starke Frachtflotte, das heißt, ein kleiner Lichtblick ist dann da. Aber klar, dass natürlich Fliegen, wenn Fliegen eingeschränkt wird, in so dramatische Art und Weise, das tut natürlich weh. Die Aktie im Tiefflug unter 10 Euro schon, haben wir die gesehen. Ist das dann ein Kauf? Auch hier das spekulative Element. Also wer jetzt einen langfristigen Horizont hat, könnte da mal reingehen. Aber auch das muss man sagen, die Risiken sind im Augenblick kaum zu kalkulieren. Aber auch das wissen wir. Vielleicht sagen wir im halben Jahr, hätten wir mal zugegriffen, weil wenn die Existenz nicht bedroht ist, das kann man nicht zulassen, das wäre verrückt. Und wenn man sagt, auch dieses Virus wird ja irgendwann dann auch durchinfiziert sein, also die Bevölkerung ist durchinfiziert, dann kommen ja auch wieder sicherlich die positiven Meldungen. Aber im Augenblick würde ich sagen, nur für einen spekulativen Anleger. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für diese Einblicke in die Banken- und Flugbranche und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse.